Yo Leute, was geht ab? Glatziron? Ja, nicht ganz Glatziron. Am Start. Heute gibt's mal ein anderes Video als eigentlich gedacht. Heute gibt's nämlich kein Making-of. Das will ich an der Stelle auch nochmal betonen. Sondern einfach einen ganz normalen Vlog. Ich war nämlich nicht beim kompletten Morgana-Videodreh dabei. Ihr seht's ja schon am Titel, es geht hier wieder ums Morgana-Video. Und da bin ich erst heute dazugekommen. Und ich will euch mal meine Eindrücke zeigen vom heutigen Tag so bisher. Ihr könnt ja gerne Feedback mal da lassen. Ist natürlich jetzt super doof, dass ich heute mit dem Handy filme, weil das halt relativ ungeplant war. Ich habe auch die Jungs nicht darauf hingewiesen, dass ich das heute machen will. Morgana habe ich darauf hingewiesen, aber Leon halt nicht. Und vielleicht hätte er mir dann halt wieder eine Kamera zur Verfügung gestellt. Ist aber auch scheißegal. Heute muss es halt mal mit dem Handy reichen. Lasst mir gerne mal Feedback da, ob ihr sowas cool findet, ob ihr das Video heute cool findet und ob ihr öfter sowas sehen wollt. Einfach mal Vlogs. Jetzt nicht unbedingt auch nur von Videodrehtagen, sondern generell, ob euch sowas interessiert. Ich will ja auch ein bisschen versuchen, von dieser ganzen Reaction-Only-Reaction-Schiene wegzukommen. Und da versuche ich halt ein bisschen was zu finden, was mir Bock macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade so Vlogs oder halt irgendwie Videodrehs filmen oder so, dass das schon ganz cool sein könnte. Lasst mal euer Feedback da. Jetzt schauen wir mal, was die Jungs so machen. Komm mal mit hier. Zeig mal euren Leuten, wie das hier aussieht. So, dieses Studio haben wir gemietet. Studio 6. Shoutouts auf jeden Fall. Musst du auf jeden Fall in die Beschreibung packen. Ich schicke dir dann den Link. Wirst du eh nicht machen. Ja, komm vor. Guck mal hier, richtig schön, so ein weißes Mobil, endlich mal. Vor allem, das sieht so clean aus, dass es gar nicht auf der Kamera greifbar ist, wie tief das eigentlich ist. Das sieht so aus, als würdest du direkt schon vor der Wand stehen, aber du stehst komplett mittig. Ja, das ist mega geil. Und hier, das ist jetzt halt sehr abgedunkelt, weil ich nicht mehr so richtig anwenden kann. Ja, man erkennt schon. Ja. Da werden wir dann hoffentlich auch noch, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, und wir haben jetzt gerade recht spät schon. Ich habe schon sehr viel gedreht. Ich wollte halt ein bisschen mehr schlafen. Ja, ist in Ordnung. Wir zeigen Olli erstmal die ganze Track, würde ich sagen. Aber du kennst den ganzen Track? Ich kenne den noch gar nicht. Ich kenne, ist es nur das Instrumental, was ich schon kenne? Das kennst du, genau. Okay. Aber es hat sich auch noch super viel getan, da kam ja noch ganz gut dazwischen, Hook, bla bla bla. Na dann, bist du bereit? Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Findest du mich jetzt auch? Mhm. Okay. Soll ich direkt performen? Jetzt filmt er mich 7 Minuten lang, ich hab den Zoll hier. Aber ohne Pause, ohne Pause. Ja, ich werde wahrscheinlich immer nur das Beste reinschneiden müssen. Gänsehaut,
Hier kenne ich nichts mehr, auch vom Instrument her gar nichts mehr. Also Instrumente. Ja, okay. Aber ich will zu wissen, was Kreis hätte über diesen Funktionieren. Geil. Guck mal hier. Damit der weiße Rücken hier nicht direkt wird, sollte ich dir meine Schuhe zutapen. Das ist so dumm, dass du mir das gerade off-cam einmal erklärt hast und das jetzt direkt nochmal erklären musst. Ja, klar, ne? Ja, ich hab die Vlogs an. Ja, richtig. Heute auch mal ein bisschen. Euer Freshers. Heute auch mal ein bisschen auf Freestyle angelegt, ne? Auf Balenciaga treten. Pass auf, Alter, nicht, dass Upretzi dir abkaufen will. Der ist doch insolvent, Alter. Ja, der ist im Insi-Modus. Schau zwei an. Lass mal Mimi fragen, wo der wohnt. Ja, Mann, und dann zum Tapen. Ja, heute mal im Freestyle-Mode, deswegen auch nur mit Handy. Muss auch mal reichen, ne? Ja. Aber freue mich total auf Spiel, Alter. Das Auto. Die Autoszenen werden geil, sagst du? Egal, wir haben den 1966er Ford Mustang gebietet. Das ist wirklich mein feuchter Traum, dieses Auto. Also geht eigentlich gar nicht besser. Der Mann, Mann. Ja. Kameramann, Mann, Mann. Der Kameramann, Mann, 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 Mann. Ich hab mir überlegt, ich drehe heute einen Vlog. Was hältst du von der Idee? Das ist eine mega Idee. Ja, du auch? Yes. 100%. Nein, wo ist es? Und alle Frauen, die das Video hier sehen, ihr könnt euch an diesen Anblick gewöhnen.
Wie kaputt bist du jetzt schon? Das geht heute. Ja? Ja, aber wir haben ja noch richtig viel vor uns. Was haben wir denn noch vor uns? Auto. Das war's, Auto. Jeder beliebige Penner broke und das war's. Mucke nach Raster, Digga, sowas von arm. Halt deine Schnauze, hör meine Mucke und schieb dir deinen Flowpunkt in den Arsch. Ja, und ein paar tausend Musikanten da reden wir. Ich wollte irgendwas noch fragen, aber dann hast du angefangen irgendwie zu freestylen oder so, oder keine Ahnung, oder war das dein Text gerade? Sorry. Das ist einfach so geil, ein Greenscreen zu machen. Einen Abend zu einlegen. Im Finale war Pokal, ich darf physisch überlegen. Hast du die falsch rum an, die Unterhose? Die hast du doch falsch rum an, oder? Nee, tatsächlich nicht. Der ist nur so eingeknickt hier, weißt du? Hier, das war so eingeknickt, deswegen. Aber du hast doch... Hey, falsch rum an, oder? Das sah schon ein bisschen aus, oder? Das sah so aus, als hättest du hinten einen Sack. Wie hinten meinen Sack? Soll ich dir die Aufnahme mal zeigen? Ja. Was machen wir? Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Wo sind wir hier? Greenscreen-Aufnahmen. Schau dir mal an, wie groß das Sack ist. Ist der Greenscreen, wo du jemals startest? Der ist halt schon riesig, ne? Statement? Hier werden Next Level Shit abgedreht. Ich sag's, wie es ist. Ich hab eine Gegenkamera. Ey, man hat eine Reflexion einfach. Scheiße, jetzt muss ich ja wieder Morgana sagen, wenn ich aufnehme. Weißt du, jetzt darf ich's zensieren. Warum hab ich ihn gefilmt? Jetzt darf ich deinen Nippel zensieren. Mein Name. Nö. Arschloch. Ach so, aber die im A Cappella Battle dürfen deinen Namen sagen, aber ich nicht, oder was? Ja, wo sind wir hier? Was machen wir hier? Greenscreen-Aufnahmen. Ich werde jetzt gleich auf den Olymp katapultiert und Blitze werden hinter mir zucken. So, erster Dreh vorbei? Yes, das. Wunderschönes Video. Nochmal dankbar für den an den Besitzer. Ich lerne ihn auch erst gleich kennen. Ich war ja später da. Und jetzt geht's weiter zum Ford Mustang. Link in der Videobeschreibung abchecken, ne? Geiles Studio hier auf jeden Fall. Könnt ihr abchecken. Und für einen schmalen Taler, wahrscheinlich nicht ganz so schmal, aber auf jeden Fall für einen Taler. Was denn? Ja, nicht so wirklich schmal. Aber für einen Taler könnt ihr hier rein und könnt ihr das auch mal genießen. Das ist kein schmaler Taler gewesen, oder? Weil ich meinte gerade, für einen schmalen Taler kann man hier rein. Hab mal eben mein Monatsgehalt verballert. Hi! Wir sind gerade am Görlitzer Bahnhof, gehen was essen und danach geht's weiter nach Spandau. Spandau! Und dann werden wir da die restlichen Sachen abfilmen. Digga! Leute, und jetzt melden wir uns zurück mit dem geilen Wagen. Den habt ihr auch im Video hoffentlich schon gesehen. Wenn nicht, checkt das Video auf jeden Fall erstmal aus. Und wir haben jetzt hier einen coolen Spot gefunden, wo wir drehen können. Während da jetzt gerade die Performance aufgenommen wird, möchte ich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz viel Liebe an, ich hoffe, ich muss den Namen jetzt nicht piepen, den muss ich auf jeden Fall nochmal fragen, an auslassen. Der hat uns nämlich den Wagen ermöglicht. Checkt die Videobeschreibung ab. Dort findet ihr sein Instagram-Profil. Da könnt ihr auch mal ein bisschen Liebe bei ihm dalassen. Da würde er sich bestimmt mega drüber freuen. Super, super cooler, super korrekter Typ. Richtig geil, dass er uns diesen Wagen ausgeliehen hat. Also richtig, richtig cool. Lasst ein bisschen Liebe bei ihm da. Falls du das sehen solltest, du bist an der Stelle auch nochmal gegrüßt. Und gehen wir mal weiter hier in der Materie, oder? Das ist geil. Ich kann mich einfach in den Scheinwerfer von dem Wagen stellen und schon habe ich Frontalbeleuchtung. Ich hoffe, man kann mich auch gut verstehen. Ey, das ist einfach krass. So, das ist auch das erste Mal, dass ich auch so einen ziemlich teuren Wagen mal in echt sehe. Immer sonst nur auf Aufnahmen oder so. Und ich finde, das hat auch einfach klasse, dass man nicht irgendwie, keine Ahnung, wie man es in fast jedem zweiten Rap-Video kennt, irgendeinen klasse Sportwagen, Lamborghini oder was weiß ich alles, sondern auch einfach mal einen schönen Oldtimer, einen Ford Mustang, schön hier hinstellen, ein paar Performances machen, aus dem Auto heraus filmen. Also da werdet ihr noch ein bisschen was sehen. Ich muss mal gucken, weil dadurch, dass ich der zweite Fahrer bin, werde ich wahrscheinlich nicht so oft filmen können, wenn es irgendwie ums, Zeugsfilmen geht.
Ich werde halt nicht so viel filmen können, wenn wir dann halt die fahrenden Aufnahmen machen. Lass ein bisschen Liebe da bei den einzelnen Leuten. Ich muss auch mich mal ein bisschen dran gewöhnen, dass ich das Handy einfach ein bisschen weiter weghalte. Ist das ein Wagen, ey? Was sagst du zum Auto? Was ist dein Feedback bisher? Also, weil du bist ja der Fahrer vom Auto. Es fährt sich so wunderbar, weil es so richtig cool. Man sollte vielleicht dazu erwähnen, dass du ja der Papa von Morgana bist. Ja. Ich muss ja im Video, ich darf ja seinen Namen nicht sagen. Ach so, totaler Scheiß. Ja. Morgana heißt nämlich... Er soll stolz sein auf seinen Erzeuger. Geile Karre, oder? Ja, total geil. Würdest du den Leuten empfehlen, da auch mal sich den Wagen zu mieten, ja, mal fahren? Auf jeden Fall. Ja. Super geiles Teil. Es fährt sich wirklich wie Butter. Vater und Sohn. Da ist man schon stolz auf das, was der eigene Sohnemann geschafft hat, oder? Ja, immer. Das ist schon krass. Leon, willst du schnell was sagen? Schau dir diese Shots an. Kann brauch ich nicht sagen. Alter, oh, geil, ey. Jetzt sind wir beim nächsten Drehort und ich hoffe, man kann es sehen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man sieht, Digga. Du bist auf dem Parkdeck mit dem wunderschönen Wagen von eben. Ja. Es ist einfach zufällig gerade hier im Hintergrund im Olympiastadion die Pyronade. Das heißt, wir haben jetzt einfach Feuerwerk im Hintergrund. Das ist ja, wenn es denn jetzt hoffentlich auch gleich weitergeht. Ja, das sieht mit der Pyronade so geil aus, oder? Total der Hammer. Halt zu sehen sind. Ja, wir bräuchten noch ein Licht hier bei uns, damit wir uns gut sehen können. Ich meine, ihr seid jetzt einfach nur zwei schwarze Massen. Ja, jetzt sieht man dich ein bisschen. Jetzt. Einfach die Pyronale im Hintergrund, ich fasse es nicht. So, Leute, vorletzter Drehort, ne? Ja, genau. Wir sind hier gerade auf so einer relativ weiten Straße, die in der Sackgasse endet. Hier ist gar nichts los, Industriegebiet. Hier können wir jetzt gleich richtig mit dem Reifen durchdrehen. Ja. Da wird dann performt halt im Fahren. Das ist geil. Ich weiß übrigens nicht, ob man das Donnern hört, aber das ist halt einfach immer noch die Pyronale, die ja, man hier hört. Ja, das ist im Olympiastadion. Man hört es einfach immer noch. Absolut insane. Ja, und hier drehen wir die Shots dann aus dem fahrenden Auto. Hier ist nicht viel los, deswegen machen wir das halt hier, weil hier gefährden wir auch niemanden und so weiter und passen natürlich auch auf, weil man sieht, hier ist halt einfach wirklich nichts los. So. Ansonsten haben wir danach noch einen Drehort und dann sind wir auch schon durch mit dem heutigen Vlog. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich alles schon reingeschnitten habe und nicht, das ist ja egal. Ne? Aber war auf jeden Fall bis hierhin schon mal der ultra geilste Drehtag meines Lebens. Auf jeden Fall 100%. Vor allem im Studio, wir haben ja angefangen im Studio. Dort hatten wir ja schon viele Takes gemacht und jetzt machen wir hier nochmal viele Takes. Das kommt wahrscheinlich in so einem Video, wie ihr das hier jetzt seht, gar nicht so krass rüber, wie viel das eigentlich ist. Ja. Aber man darf halt nicht vergessen, also ich war nicht ganz zu Beginn des Drehs dabei, aber der gute Herr stand schon quasi ab 9 auf der Matte so. Also zumindest im Studio, soweit ich weiß. Hat's wie immer unser Leon Fischer, unser guter Videograf. Danke an dich, mein Süßer. Kuss geht raus, hast du gut gemacht. Der leidet hier immer unter Rückenschmerzen, weil der sich in irgendwelche unmöglichen Kamerawinkel begibt. Yes, aber ich kann zum ersten Drehtag auch nur sagen, der war auch extrem geil. Da hatten wir eine Schulaula, wo wir drin waren. Und dann konnten wir da eine riesige Leinwand aufbauen, auf die wir Sachen projizieren konnten. Dort haben wir noch geile cinematische Shots von Pianisten gefilmt, unter anderem auch Sci-Fi, Shoutouts. Geil, wusste ich ja noch gar nicht. Genau, und die haben dann da einfach das Klavierintro eingespielt und dann habe ich halt vor dieser Leinwand performt, auch mit den Pianisten performt. Das passt dann alles zum epischen Intro. Das ist aber jetzt nicht tatsächlich der zweite Dreh, das ist der dritte, weil am zweiten waren wir auf dem Hochhaus und haben dort nochmal die Skyline von Berlin mitgenommen als Shots. Also mega geil, das wird ein Ultra-Killer-Video, das wird auf jeden Fall das Beste meiner Karriere und es ist meiner Meinung nach auch der beste Track meiner Karriere. Ich weiß nicht, was der auch. Ist schon geil. Ja, der ist auf jeden Fall schon mega geil. Guck mal, da kommt das Auto. Bam, Junge. Ja, die haben jetzt gerade noch mal ein paar B-Rolls gedreht aus dem Auto heraus mit dem Fahrer, dem Vater von Morgana. Der Fahrer von Morgana. Hat seinen Job auch Bombe gemacht. Ja, richtig, richtig geil. Und genau, jetzt werden wir noch drehen. Ach so, ja, ich wollte noch sagen, also ich finde den Song auch geil, das Instrumental. Jetzt kann ich es ja auch endlich mal sagen. Das habe ich ja gefühlt schon seit fast einem Jahr. Ja, das Instrumental steht schon enorm lange. Also der Song ist auch schon ewig in Planung. Jetzt haben wir es endlich umsetzen können. Und auch genauso in dem cinematischen und budgettechnischen Ausmaß, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte mir das schon so von Anfang vorgestellt, so als einen richtigen Kinofilm. Und ich denke, das ist uns jetzt auf jeden Fall gelungen. Ja. Also. Und ja, endlich kann man diesen, kann ich auch endlich sagen,
sagen, dass es diesen, dass dieses Instrumental gibt, beziehungsweise endlich muss ich es nicht mehr geheim halten, dass das einer der krassesten Beats ist, die ich kenne, vom guten Morgana. Oder besser gesagt nicht von Morgana, sondern von Sci-Fi, der hat ihn ja gemacht. Da gehen auch nochmal Liebe raus an Sci-Fi auf jeden Fall. Wir drehen jetzt hier noch ein bisschen und dann schauen wir mal, was noch alles aufgenommen wird. Also ein Drehort, der noch kommt, der ist noch ganz geil. Oder hoffen wir zumindest, dass der ganz geil wird. Schauen wir mal. So, und damit beenden wir den Tag. Wir haben das Auto gerade abgegeben, schon weggefahren. Leider keinen letzten Shot mehr mit dem Auto hingekriegt. Der Fahrer noch am Start. The Driver. wir haben gerade eben schon gesagt, so ein leichtes Tränchen mussten wir schon hinterher weinen. Das war wirklich ein schönes Auto. Ich hoffe, euch hat der Dreh bisher, also ja, der Tag gefallen. Danke fürs Zuschauen schon mal. So Leute, jetzt muss ich mich nochmal hier im Nachtrag melden. Denn tatsächlich, als wir den Videodreh gemacht haben, waren wir alle so fertig und einfach nur froh, dass es endlich durch ist, dass ich einfach vergessen habe, irgendwie noch die Jungs zu fragen, ein Outro zu machen oder so. Deswegen lasst mal nochmal Liebe bei den einzelnen Leuten da. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein ziemlich gestört geiler Videodreh. Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Liebe bei den einzelnen Leuten. Schaut in die Videobeschreibung auch nochmal, der uns das Auto geliehen hat. Liebe da lassen. Das Studio, wo wir waren, verlinke ich auch. Lasst ein bisschen Liebe bei den Leuten da und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und an der Stelle vielleicht auch nochmal der ganz kurze Hinweis, beziehungsweise noch eine kleine Danksagung, denn tatsächlich haben wir nach dem Videodreh oder habe ich nach dem Videodreh auf dem YouTube-Kanal die 1000 Abonnenten geknackt und dafür will ich mich jetzt hier auch im Nachgang nochmal ganz herzlich bei jedem Einzelnen bedanken. Schaut gerne nochmal vorbei für die Leute, die es verpasst haben. Ich habe ein 1000 Abo-Special gemacht, wo ich so ein bisschen meine ersten Songversuche zeige, so die ersten Songs, die ich gemacht habe, hochgeladen habe, also für die Leute, die die Musik, die ich mache, interessiert, die können da gerne mal vorbeischauen. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Dankeschön, dass ihr all das ermöglicht und so weiter, dass ich das für euch machen darf. Kuss, Liebe geht raus an jeden Einzelnen. Wirklich, vielen, vielen Dank.